So, hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge Storage Hustle. Ich teste mal eben mein Headset und ich bin noch am Probieren wegen dem wegen der Qualität. Ja, neues Spiel, neues Glück. Ich habe es zweimal begonnen. Das erste Mal hatte ich ein Problem im Spiel. Das zweite Mal ist es mir abgestürzt. Und beim dritten Mal wird es jetzt hoffentlich klappen. So. Genau. Es handelt sich hier um ein Spiel, wie man es, wie es bekannt ist, bei D-Max. Diese Container, die dann leer gemacht werden. Und die Sachen kann man dann hier wunderbar versteigern. Ich finde das richtig gut. So, da ich schon reingespielt habe, weiß ich schon ein bisschen was. Deshalb werde ich jetzt auch schon mal direkt hier reinstürzen, mich. Das war wieder ein perfektes Deutsch. So. Ja, ich bin noch nicht so ganz glücklich mit dem Mikro. Ich muss da noch ein bisschen was einstellen, aber das gehen wir jetzt mal gucken. Die Nummer 4, 497. Ja, Nummer 4. Jetzt müssen wir mit unserem Auto dahin. Gut, dass ich schon ein bisschen was weiß. Oh, das ist wieder sehr zackig. Und lenken. Mit der Tastatur, nicht mit der Maus. Das ist ein anderes Spiel. So, ich hoffe, das funktioniert, weil ich bin eigentlich so, ist das schön. Da hat man einen schönen Kopf frei und kein Kabel dran rumbambeln. Aber mit der Mikrofonqualität muss ich noch gucken, ob ich da noch was verbessern kann. Noch nicht so das Optimale. Mal gucken. So, wir sind da. Nummer 4 war es, ne? Raus aus dem Ding. So, das war die Nummer 4 für 97. Gucken wir uns an. Ja, ganz toll. Wir starten. 97. Ganz toll. So, wir setzen uns wieder ein Ziel 200. Mehr gibt's nicht. Ja. Okay, wir haben das erste Lager abgegrast. Objekte im Kofferraum. So könnte ich jetzt theoretisch noch ein zweites nehmen. Aber kein so ein teures. Das hier kostet schon 2,58. Ne, die sind schon zu teuer. Wir machen jetzt mal das hier mit, ne? So. Sehr schön. Ja. Wir kriegen Punkte fürs Recyceln. Das hier können wir verkaufen wahrscheinlich. Ein perfektes Möbelstück. Okay. Das ist kaputt. Das können wir aber reparieren. Ist leider keine Kiste hier drin. Kleiner Safe. Oh, ein kaputter kleiner Safe. Das habe ich schon wieder vergessen, was wir ausgegeben haben. 57 hatten wir. 55 wären 200, 100, paar 70, ich weiß nicht, ich weiß ja auch nicht. Gut, das Ding ist auch kaputt, macht nichts. Ein gutes Telefon, Ziegelsteintelefon, hervorragend. Und eine Kiste, das hat zu mir Sorgen, nee. Pappschachtel, da ist irgendwas drin, machen wir aber erst zu Hause auf. Überraschung. Überraschung, Überraschung. So, was wird das nächste? 202. Das ist erst später verfügbar. Da gucken wir uns an, dass wir noch ein günstiges bekommen. In der Zeit fahren wir jetzt nach Hause. Wir haben ja jetzt immer noch das Tutorial. Das darf ich nicht vergessen.
Es gibt auch eine Innenansicht, aber mit der fahre ich jetzt hier nicht so gern. Oh, ich glaube, ich bin vorbeigefahren. Da müssen wir rein. Genau. Okay, schauen wir uns das mal an. Ob wir diese 100, waren keine 200, ne? Nee. Oh. Dicht zu dicht. Raus. Okay. So, wir müssen das ganze Zeug auch reinschaffen, damit. Sonst ist das nämlich nachher weg, wenn wir nicht aufpassen. Und das schöne Lavalampe. Wir können es auch ins Regal räumen. Das können wir schön hier hinstellen. Ein Bodenschild. Wunderbar. Und, na. Hat alles irgendwie Kollision? Ja, Spiel für 8 Euro, ne? Da kann man also wirklich nicht viel verkehrt machen. Und wenn es darum geht, Kohle zu machen, und da ist das ja das E. Achso, und ist verkehrt rum. Eine normale Lunchbox. Gehen wir die schön hier rein. Na, komm. Das kriegen wir doch hin. Hervorragend. Ja, die Boxen haben keinen Wert. Ich lasse die dann draußen. Die sind dann am nächsten Tag weg, ne? So, das Ding hier, ein kaputter Safe. Okay, halt die Tab gedrückt und rüste ein Reparaturwerkzeug aus. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und wir müssen hier festhalten und da macht der daraus aus kaputt, macht der zumindest schon mal schlecht, ne? Jetzt könnten wir hingehen, könnten das ganze Zeugs behalten und schon mal gucken. Wir haben 12 Uhr. Ich wollte eigentlich noch eins nehmen. Wir haben nämlich dann nachher Zeit. Das Ganze später noch zu machen. 200. Ah, die sind alles zu teuer. Die gehen alle hoch. Dann lassen wir das erstmal. Okay, wir haben jetzt soweit alles repariert. Preisscanner. Achso, ja. Preisscanner. Müssen wir machen. 40. Das wären 62, 77, 107, 117, 120 ungefähr, ne? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist natürlich Quatsch. Wir machen das ein bisschen anders, ne? Wir öffnen den PC, um die Sachen zu verkaufen. Zurück. Nochmal zurück. Ihr Laden. Genau. So, kleiner Safe. Und da steht 40. Da machen wir schon mal direkt 120 draus. Ich gehe mal so vom Dreifachen aus. 40 halten wir mal im Hinterkopf. Ne? Ein gutes Bodenschild. 30. 120. Das ist eigentlich das Vierfache. Dann machen wir 100. Das ist eigentlich ein bisschen hoch, aber so, 40 hat er angeboten. Der bietet 88, das ist gar nicht schlecht. Also was machen wir? Ja, ich muss etwas näher rücken, weil die sind sehr klein geschrieben, diese Angebote von den Kunden. Muss ich meine Kamera ein bisschen bewegen. Achtung, es wackelt. Upp. So. Wir haben hier, der wollte 30, ne, uns geben. 63 machen wir auch. Da haben wir schon gleich unser Geld wieder. Das Telefon. Haben wir das nicht gescannt? Wo liegt denn das? Ach, das ist noch hier, ne? Ja,
Gut, wenn es ja weggeht, ist es egal, ne? F-Telefon. Vierundzwanzig. Warte, jetzt müssen wir anders machen. Ich würde mich beeilen, ich wollte noch einmal noch eine Box öffnen, ne? So, legen wir mal da rein. Wir müssen ja nicht alles verkaufen. Wir können ja warten, bis wir es noch besser reparieren können. Aber. Was habe ich gesagt? Machen wir auch 100. Bieten wir an. Die normale Lunchbox bieten wir auch mal an für 13, für 50. Und gucken gleich mal nach dem Lager. 207. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Geld. Da könnte man das eigentlich machen. 7 bis 14. Das schaffen wir nicht. Ach, wir kriegen gar nicht mehr Ende 15. 17. Kriegen wir wahrscheinlich nichts mehr, ne? Na gut. 50, ja, komm, ich mach's jetzt mal. Das ist eigentlich, könnte man noch ein bisschen verhandeln. 28 machen wir auch. Da haben wir 807, da haben wir 57 verdient. Haben wir gut gemacht. Hier schlafen, Tag zu beenden. Beenden. Ja, machen wir auch, komm. Die ist im schlechten Zustand. Mal gucken, vielleicht können wir die. Ich weiß, mit I können wir hier skillen. Wir haben nur noch keine Punkte. Den haben wir ja auch noch. Der ist im schlechten Zustand. Aber sonst, die zwei Sachen haben wir noch. Und wir haben schon 50 verdient. Komm, wir machen jetzt eins. Ich verkaufe die Sachen jetzt auch noch. 10 machen wir auf 50. Und den hier 22 machen wir mal 70. Und dann gehen wir gleich pennen. Wenn alles weg ist, ist alles weg. In der nächsten Tag gibt es Neues. Wir haben zumindest schon mal Gewinn gemacht. Das ist ja schon mal was, ne? So, ich hoffe, mein Sound passt. Das wird ärgerlich. Bietet 33, nehmen wir an. Der bietet. Okay. So, 891. Das heißt, wir haben 140 gut gemacht. 141 ganz genau. Super. So, die haben wir. Wir könnten tatsächlich so auch gar auch Geld leihen, ne? 10% Zinsen. Werden wir mal sehen. Und hier können wir spielen. Ne, lass mal schön. So, Escape. Jetzt gehen wir mal pennen. Ja, ich weiß das jetzt. Zusammenfassung. Ausgaben 177. 318. Was? Der Onkel hat mir minus 17. Hä? Ah, wir sind immer noch im Tutorial. Hofverkäufe. Hofverkäufe. Wie sehen denn die aus? Flohmarkt. Ah, hier zum Beispiel, ne? Ah, hier auch. Ist gar nicht so weit. Fahren wir erstmal hier hin. Öffne wieder den Computer. Warum das? Werkzeuge. Hier kannst du deine Werkzeuge aufrüsten. Jetzt geh und verdiene Geld. Ja, ist ja gut. Gleich so extrem hier. Gut, dann gehen wir uns das mal angucken, was die Hofverkäufe hier bringen. Das finde ich jetzt schon mal gut, dass wir hier Abwechslung haben, nicht nur diese Lager, ne? Ach, guck an. Kann ich hier parken? Ja, gell. Kann da was gegen.
So, jetzt bin ich gespannt. Was willst du? 60. Hier kann man gar nicht handeln, oder was? Aber ich kann es verkaufen für 30. Ich kann jetzt kein Gegenangebot machen. Das ist ja blöd. Für 30. Ein perfekter Regenschirm. Gut, für 30 werden wir den mit Sicherheit verkaufen können. Sehe ich jetzt kein Problem. Aber dass wir hier nicht handeln können, stört mich ein bisschen. Hey, ich will mit dir handeln. Hallo. 1000. So viel haben wir nicht. Das war doch auch der kaputt. Nö. Der ist gut. Boah, das wäre natürlich was. Da könnte man 3000 verlangen oder so, ne? 410. Eine perfekte Gasmaske. Kann ich diese kennen? Ah. Der geht. 9 Euro. Der geht nicht. Ja, der dann auch nicht, klar. 22. Der wollte haben 60. Jetzt muss ich den Schirm nochmal scannen. Ich habe 30 bezahlt, 20. Kann ich aber 60 verlangen, wenn ich auch 50 bekomme, habe ich Geld verdient. Ne? So, was wir noch mitnehmen könnten, wäre das Ding hier. Ne? Muss auf die Zeit aufpassen. Ja, komm, ich muss ja ein bisschen was mitnehmen, sonst gibt es keine Punkte. 410 ist natürlich viel. Ich versuch's, komm. Das gehen wir jetzt mal versuchen zu verkaufen. Zeug. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Fehler gemacht, ne? 410 ist natürlich einiges. Aber interessant gemacht hier. Ich würde nur gern noch handeln, ne? Fahren wir jetzt trotzdem noch zur Auktion. Ich glaube, das Tutorial ist vorbei. Das sagt mir nämlich jetzt nichts mehr hier. So, wo war denn das Auktionshaus? Da ist ja noch eine. Wo war denn das Auktionshaus? Ist das? Fahrzeug. Moment. Wir sind hier. Wir sind vorhin gefahren, so. Ach, das ist geradeaus. Da ist es doch. Ja, okay. Alles klar. Nee. Es wird mir jetzt nur nicht angezeigt, weil ich da nichts angewählt habe. Aber hier ist es. Wir haben noch 431. Ist natürlich schwierig, jetzt da noch was rauszuholen, ne? Wir probieren es trotzdem. 138, das ist doch ein Angebot. Da gehen wir doch mal rein. 200, 200, 400. Da gehen wir rein. Das müsste doch jetzt so gehen, ne? Oh ja. Bis 400, ja, bis 400 gehen wir mit. Aber 430 vielleicht sogar noch. Ich glaube, es sieht gut aus, was da drin ist. Wir haben es.
ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt wird es nur eng hier drin, ne? Schirm, der nimmt so viel Platz weg. So, bin ich mal gespannt, ob wir das hier jetzt richtig gemacht haben. Ne, ich will die nicht öffnen. Wir gucken. Medkit-Box. Wow. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Das ist so viel Zeug. Guter Cricket-Schläger. Ah. Egal, gibt Punkte. Ich hoffe, wir kriegen hier alles mit. Normaler Feuerlöscher. Boah, das hier ist ja richtig, richtig gut. Nochmal so ein Schild. Der Hantel. Mal gucken, dass wir gleich unser Tool repariert, unser Reparaturtool. Ja, das lohnt sich. Ich sehe es ja. Ich sehe es schon vor mir. Oh. Gut. Du noch da oben drauf. Alles klar. Ja, jetzt fahren wir heim. Jetzt gehen wir das erstmal alles verkaufen. Und dann gucken wir mal, was abgeht, ne? So, wir fahren hier. Bleib eine Außenansicht, damit ich hier nichts verliere. Da geht's rüber. Irgendwann kennen wir uns aus. Oder auch nicht. Okay. Noch eins zu früh reingefahren. So, es ist wirklich eine gute Sache hier mit dem Headset, muss ich schon sagen. Ich hoffe nur, die Qualität wird meinen Wünschen entsprechen. Das könnte ein Problem werden. Okay, wir können auch Häuser kaufen, habe ich gesehen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür das gut sein soll. Aber guck mal, die Kiste ist aber noch da, obwohl die gesagt hat. Die Kiste hier ist noch da, ne? Also Pappschachteln werden nicht weggeworfen. So, 15 Jahre jetzt haben wir jetzt Zeit, um das hier alles loszuwerden. Stellen wir erstmal hier in die Ecke. Wenn wir alles nach und nach erstmal reparieren. So, da ist auch noch was drin, denke ich. Gucken wir gleich. Perfekter Schirm für 20. Ja, da kriegen wir schon was für. Der ist hin. Reparieren wir. Da gucken wir, dass wir schnellstmöglich unser Reparaturtool aufgewertet bekommen, dass wir können alles nach und nach auf perfekt reparieren. Das Ding, das muss. Oh. Das hat 400 gekostet, ne? Aber das können wir nicht scannen. Guten Cricketschläger und noch eine normale Hantel. Noch irgendwas? Nee. Okay.
Da haben wir was zu tun jetzt, ne? Den guten Stuhl noch, perfekter Liegestuhl. Oh. Ich kann den perfekten Liegestuhl aber nicht scannen, ne? Doch. Witzig. Wieso hat das eben nicht funktioniert? Haben wir schon? Ach Quatsch, das sind ja die Sachen aus dem Lagerhaus, ja. Den haben wir auch noch nicht. Den Schirm haben wir. Die können wir nicht, ne? Also 400, da müssen wir 1000 einsetzen. 400 mal 3200 würde ich da ansetzen. Wir gucken mal. Ja, erst reparieren wir mal alles, was zu reparieren geht. Das geht nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Das können wir zumindest mal auf schlecht hochpushen. Ja. Der ist perfekt. Gut. Wir können nichts mehr. Wir können aber hier jetzt nochmal versuchen. Sie müssen das Tour-Tool aktualisieren. Okay. Dann. Nee, das wollte ich. Jetzt geht's ans Verkaufen. Also, wir haben ganz schön viel Geld ausgegeben, ne? Ja, wenn wir 1000 haben, können wir aufrüsten. Das wird noch ein bisschen dauern. So, perfekter Liegestuhl. 40. 130. 4 mal 4, 16. Ich probiere es mal mit dem Vierfachen. 4, nicht 40. Okay, das Bodenschild normal 19, also 20, 75. Medkit würde ich gerne noch behalten. Piratenhut hat keinen Preis. Ich mach mal 100, ich bin nicht sicher. So, der Rest ist nicht so schön. Der Schläger 20. 75. Der perfekte Regenschirm 20, 75. 30 haben wir da bezahlt, ne? So, Piratenhut. Ja, machen wir doch. Das war ja richtig gut. 75, 38. Das Bodenschild, ja, komm. Liegestuhl 160. 84. Machen wir. So, was haben wir noch? Den 42, ja, machen wir auch. Den Schirm, der muss mindestens 30 bringen. Ja, da haben wir 10 verdient dran. Ist das nicht die Welt? Die müssen wir noch verarbeiten. Da hätte ich gern 1400. 400 haben wir da bezahlt. Da bin ich gespannt. Über 1000 komme ich. Ja, wenn jetzt ein guter Preis wird, da könnte ich mein Tool reparieren. Könntet ihr hier noch ein bisschen hochpushen. Zumindest von schlecht auf normal, ne? Nee. Ich habe 400 bezahlt. Ganz vergessen. Feuerlöscher 75 ist zu viel für normalen. Ne? Klar, ich hätte mein Geld jetzt rausbekommen, 400, aber da hätte ich nur 25. Die geben alle nicht mehr, ne? Muss ich wohl. War also nicht so prickelnd. 40. Ja, ich mach's jetzt einfach mal.
974 haben wir. 974, da haben wir noch die Hantel. Dann haben wir mal 35. Die Medkit-Box, die müssen wir mal noch öffnen, aber ich glaube nicht, dass da was drin ist. Ne? Ja, ich mir gedacht. Du hast einen neuen Kunden. Dann schauen wir mal. Ich kann auch, glaube ich, warte mal, ich kann doch auch so irgendwie da reinspringen. Ich habe zwei Skillpunkte, müssen wir gleich mal gucken. Wir haben Kunden. Wo ist er denn? Da. 20, 35, oh, keine Ahnung. 995. Gar nicht so übel. Medkit. 15. Probier mal. Komm, wir probieren einfach alles zu verkaufen. Was weg ist, ist weg. Ein Stoff? Fuchtig. Klar. Machen wir doch. Das ist mir zu wenig. Oder? Ach komm, weg. Weg mit dem Zeug. Ich will das. Ich will es jetzt. Habe ja keine Zahl hingeschrieben, aber es waren 30 oder so. Wir haben Aufstieg ohne Ende, ne? Da will keiner dran, weil das Tool geht jetzt aufrüsten, wäre Quatsch, da haben wir kein Geld mehr. Da müssen wir tatsächlich die Bank anhauen. Probieren wir mal mit 90. Oder geht da keiner mehr dran in der Mitternacht? Aha. 90. Was zahlt er? 34. Ja, komm, weg damit. Ich habe festgestellt, dass die dann tatsächlich keinen besseren Preis abgeben. Ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Kannst du so gar nicht so richtig mit denen verhandeln. Okay, somit hätten wir alles durch. Dann, wir haben ausgegeben 688, wir haben 925. Oh, ganz toll. Minus 7. So, die Speicher sind wieder geladen. Wir fahren jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Stadt und gucken uns mal, guck mal, da gleich um die Ecke sind zwei Stück. Okay, das machen wir noch. Beziehungsweise machen wir es ja in der nächsten Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns das an. Danke ich mich schon mal fürs Zugucken. Ciao.